Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ulrike Heun von Drachen Qigong und lade dich nun ein zu den Banwan Jin Qigong der 8 Pokate, die alte traditionelle Form. Viel Spaß! Du stellst dich in den schulterbreiten Stand, die Füße parallel, Knie weich, das Becken leicht nach vorne kippen, den Bauch entspannen. Einmal tief durchatmen und du beginnst mit dem ersten Pokatstück. Himmel und Erde mit beiden Händen stützen, um den dreifachen Erwärmer zu regulieren. Hände zusammenführen, einatmen, die Handgelenke nach oben strecken und dich in der Weite verlieren. Gehst in die tiefe Reiterstellung, spannst den Bogen, um auf den Adler zu zielen. Handgelenk, Schulter, Schulter und Ellenbogen dehnen sich zur Seite und dein Oberkörper wird weit. Und dein Blick folgt dem Zeigefinger in die Ferne und auch dein Geist und ruhig. Einatmen und ausatmen, zurückfließen. Stehst wieder auf, die Füße wieder in den schulterbreiten Stand und sammelst Qi ein. Deine Hände, deine Arme, deine Schultern sind ganz locker und du schöpfst mit den Handflächen von überall her frisches neues Qi, gießt es durch deinen Scheitelpunkt, durch den Körper, in dein Dantian. Ein Energiezentrum im Bauch. Beginnst mit dem dritten der 8 Pokate. Stützt Himmel und Erde und hebst jeweils einen Arm. Beginne mit links. Strecken und wieder zurückfließen. Strecken und dehnen. Zurückfließen. Einatmen. Bogen öffnet sich, dehnt sich. Achte hier, dass dein Becken wirklich nach vorne gekippt ist, dass du nicht im Hohlkreuz stehst. Deine Wirbelsäule dankt es dir.
fließt du wieder in das Sammeln Lebenskraft, die du kreiert hast durch deine Qigong-Praxis, sammelst du ein. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig, kaum hörbar. Vierte Brokatübung. Nach hinten schauen auf alle Übertreibungen und Ermüdungen. Gewicht verlagern, die Hüfte drehen, Schulter drehen, Kopf drehen und zurückfließen. Einatmen und aus. Dein Standbein ist immer leicht gebeugt. Und wieder gehst du in das Sammeln. Es werde weit, dein Atem fließt frei, du sammelst von überall her frisches neues Qi und gießt es in dich hinein. Fühle in deinen Bauch, wie warm dir wird. Ein letztes Mal einsammeln. Balle die Fäuste mit zornigem Blick, um die Kraft zu mehren. Während du einatmest, presst du den Bauch nach außen, auch der Rücken wird prall. Durch die Nase einatmen, die Kraft mehren. Wieder zurück, sammelst Qi ein, kommst mehr und mehr in deinem Dantian an,
letztes Mal einsammeln, weit werden und in deiner Mitte ankommen. Du stehst ein wenig enger. Du umfasst die Füße mit beiden Händen, um Hüfte und Nieren zu stärken. Einatmen und aus die Hände anheben. Einatmen, am Körper entlang führen, die Füße umfassen, Knie beugen und aufrollen. In den Boden drücken, die Kraft in den Nieren sammeln. Und wieder gehst du in das Sammeln. Sieben, pendle mit dem Steiß, um das Herzfeuer zu vertreiben. Gehst tief, die Daumen schauen nach hinten und einatmen, nach vorne kommen, Kinn anziehen, entspannen, ausatmen, einatmen und aus, einatmen und aus. Deine Hände fest auf den Beinen, die Handgelenke dehnen sich. Und wenn du kannst, pendle mit dem Steiß, leicht das Becken mit bewegen, dabei nicht im Hohlkreuz stehen. Gehst ein allerletztes Mal in das Sammeln. Stell dir vor, Qi
wie Lichtbälle, die zu deinen Handflächen fliegen. Und du sammelst diese Lichtbälle mit deinen Händen ein, lässt sie in dich hinein gleiten, durch deinen Kopf, durch das Herz, in den Bauch. Und du wirst innerlich immer voller, voll perlender, prickelnder, lebendiger Lebenskraft. In den Raum, nach oben, nach unten, nach rechts, links und vorne und hinten, wie ein Riese aus Licht. Und noch einmal sammelst du ein die Früchte deiner Qigong-Praxis. Das letzte und achte Brokatstück lass dich 7-mal auf die Fersen fallen, um alle Krankheiten zu vertreiben, aufsteigen und ausatmen. Die Vibration nachklingen. Sammelst in den Bauch, legst die Handflächen übereinander, Laugung über Laugung, lässt die Wärme deiner Hände in den Bauch fließen und ruhst in deiner Mitte.